uns die Redner vom Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus und ich glaube, wir können mit Fug und Recht sagen, dass dies der größte Krankenhausstreik ist, den die Geschichte der Bundesrepublik gesehen hat. Und es ist nicht nur der größte, sondern es ist auch einer der verantwortlichsten Streiks, weil ihr, die hier streikt, ihr streikt nicht nur für euch, sondern ihr streikt für über 3 Millionen Berliner und Berlinerinnen für eine gute Patientenversorgung in dieser Stadt. Ihr streikt für etwas, was die Politik selber nicht hinbekommt. Ihr streikt, und es ist auch im doppelten Sinn ein verantwortlicher Streik, weil viele von euren Kolleginnen und Kollegen heute nicht hier sind, die gerne mitstreiken würden, sondern die Notdienste gerade machen. In dem Sinne sollten wir auch von dieser Demonstration einen großen Solidaritätsapplaus, Appell an diese Kollegin gehen lassen, die nämlich sicherstellen, dass Patienten nicht gefährdet werden. Patientinnen und Patienten in dieser Stadt. Wir sind ja auf dem Weg zum Roten Rathaus und ich frage mich tatsächlich, wie es sein kann, dass die Politik einen Zustand hinnimmt, dass nicht nur Arbeitsbedingungen existieren, die die Patienten gefährden, sondern die auch die Gesundheit von euch gefährden. Wie kann es sein, dass dieser Senat für den Bereich der Intensivpflegekräfte etwas, ein bisschen anbietet und für den Rest der Kolleginnen und Kollegen hier nichts? Ich habe gestern und auch heute Kollegen von der Palliativstation beispielsweise kennengelernt. Und ich hatte selbst, also ich kenne das, weil selbst einer aus meinem engeren Familienkreis auf einer solchen Station war. Und ich kann sagen, auch als Betroffener, dass man für jede Minute, für jede 3 Minuten dankbar sind, die diese Kolleginnen und Kollegen mehr Zeit haben, die sie sich einem widmen für ein Gespräch. Und es ist einfach unverantwortlich, dass solche Kolleginnen und Kollegen unter Arbeitsbedingungen zu leiden haben, dass sie ihre Arbeit in Hetze verrichten müssen und dass nicht mehr Personal hier bereitgestellt wird. Und ich habe jetzt nur diese Station stellvertretend für alle von euch genannt, weil es ist klar ist, dass ihr alle unter unzumutbaren Arbeitsbedingungen jeden Tag zur Arbeit geht, dass ihr euch nicht wegduckt. Und es ist eine Schande, dass dieser Senat sich weiter wegduckt. Und ich würde mal vorschlagen, dass wir am besten mal alle Mitglieder des Senats mal eine Nacht ins Krankenhaus schicken, auf eine Station in einem Verhältnis 1:20. Mal im eigenen Leib, was das heißt, dort die Nacht zu verbringen und was Nacht alleine bedeutet oder keine Nacht alleine. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind jetzt auf dem Weg zum Roten Rathaus und ich finde es wichtig, auch im Rahmen dieses Charité-Streiks immer wieder zu betonen, dass die Kolleginnen und Kollegen der CFM immer noch keinen Tarifvertrag haben. Ben, Sascha und andere sind hier auf der Demonstration mit großen Transparenten, wo drauf steht, 10 Jahre Tarifflucht sind genug. Dieser Senat hat 2006 ausgegründet. Es gibt immer noch keinen Tarifvertrag für diese Kolleginnen und Kollegen und wir sind auch hier mit Ihnen solidarisch und fordern einen Tarifvertrag für diese Kollegen und auch die Wiedereingliederung der CFM in die Charité. Dasselbe soll jetzt bei Vivantes passieren. Die Kollegen von Vivantes sind ja auch hier. Da hinten ist ein Transparent von Ihnen. Und diese Kollegen werden morgen um 8.30 Uhr vor der Vivantes-Zentrale in der Arosa-Allee 72 protestieren gegen Ausgründung und auch für mehr Personal im Krankenhaus. Und wir werden uns vom Campus Virchow-Klinikum mit einer Delegation dort auch solidarisch zeigen morgen früh. Stärken, weil es nicht sein kann, dass in allen Bereichen Lohndumping betrieben wird.
geschaffen werden, dass nicht ausreichend Personal bereitgestellt wird und dass weiter privatisiert werden soll. Und genau das soll ja beim Krankenhausstrukturgesetz diesen Donnerstag im Bundestag auch noch beschlossen werden. Am Donnerstag um 11 Uhr mit den Kolleginnen und Kollegen von der Post, um gemeinsam zu protestieren. 11 Uhr Brandenburger Tor, und wir freuen uns, wenn wir viele von euch dort sehen. Lasst mich kurz zum Schluss noch sagen, dass wir auch internationale Solidarität bekommen haben. Es gibt Solidaritätserklärungen aus Schweden, aus den USA, aus Schottland, aus vielen anderen Ländern. Und gestern waren griechische Gewerkschafterinnen am Campus Virtuklinikum, die ihre Solidarität zum Ausdruck gebracht haben. Und es hat mich an einen Satz von Che Guevara erinnert, der gesagt hat, Solidarität ist die Zärtlichkeit der Völker. Der Kollege, der gestern da war, hat zu uns gesagt, wir stehen Seite an Seite für ein soziales, für ein demokratisches Europa. Wir sind diejenigen, die produzieren. Wir sind diejenigen, die die Gesellschaft am Laufen halten. Wir sind stark und wir gewinnen. Und wir wissen alle, dass das Gesundheitssystem in Griechenland nahezu zerstört wurde, dass dort extrem privatisiert und gekürzt wurde und dass dieselbe Politik, die hier betrieben wird, gegen euch und zu euren Arbeitsbedingungen, dass das auch gegen die Kolleginnen und Kollegen in Griechenland betrieben wird. Und Steinmeier von der SPD hat ja gestern gesagt, dass Tsipras in Griechenland die Bevölkerung in Geiselhaft nimmt. Das hat mich daran erinnert, dass Einhäupl auch gesagt hat, ihr würdet Patienten in Geiselhaft nehmen. Nur das Problem ist doch, sie finden diese Geiseln gar nicht. Wo sind denn die Patienten, die sagen, dass ihr sie in Geiselhaft nehmt? In Wirklichkeit sind viele Patientinnen und Patienten auf eurer Seite. Und morgen werden wir vom Bündnis gemeinsam mit der Verdi-Betriebsgruppe eine Pressekonferenz durchführen, wo Patienten in Solidarität mit euch sprechen werden. Zusammenstehen und deutlich machen, dass die wirklichen Geiselnehmer diejenigen sind, die weiter kürzen, die weiter privatisieren, die unser Gesundheitssystem zerstören wollen. Die Situation in Griechenland ist schärfer und heftiger als hier, aber es ist wichtig, dass wir international zusammenstehen, uns nicht spalten lassen. Ihr seid hier aufgestanden an der Charité und ihr habt den Respekt von den ganzen Menschen in dieser Stadt verdient. Vielen Dank.